Ein Sprichwort sagt, dass es besser, wenn du Zeit verlierst mit Freunden, als wenn du Freunde verlierst mit der Zeit. Was ist denn dein Leben? Hast du Zeit auch mal für Freunde, oder dass du mit der Zeit alle Freunde verlieren? So manche Personen sagen mir, ich habe nicht mehr Freunde. Ich habe mein Leben bloß an Arbeit in den gestoppt. Ich habe mein Leben bloß am Eignen gestoppt. Und sind irgendwann so furchtbar arm geworden, dass sie das Einzige, was ihm immer geblieben ist, ist bloß Geld und keine Kontakte und auch nicht Kontakte mit Gott. Eine ganz extreme Armut ist, wenn Menschen nicht mehr Kontakte haben. Manchmal, wenn jemand in einer Depression ist, wenn der ganz ohne ist und nicht wieder weiter, dann frage ich, hast du eins eine Freundin, einen Freund, eins Mann, mit wem du Frieden reden kannst? Habe ich nicht. Das ist sehr armfärker. Ich habe nicht eine Person, wo ich vertrauen kann, wo ich mal über Sachen reden kann. Das ist sehr arm. Und dann muss man die Kontakte muss man abbauen. Wisst ihr das hier nicht, dass man Völker von einem da haben, ein Vertrauen hat auf jemand? So, das ist das wichtig, dass du Zeit nicht stoppen, wenn es uns dort weniger Zeit braucht. Was im Leben so viel Energie frittet an uns Leben, ist nicht der Arbeit oder die Projekte, die funktionieren, sondern dort, wo das nicht funktioniert. Wenn du eine Seele eins, wie so sehr hart teuer und sagst, ich will nicht mehr vor dich, kannst du mich mal helfen, ich will nicht vor dich mit dieser Sache. Und wenn ich dann mit jemand Frieden über reden kann, sage ich, das ist so schön, dass ich mich ausreden kann, das ist so schön, dass ich reden kann. Und dann sage ich, wenn man Freund hat, ist es, wenn man abends ein bisschen Verstand liegt, nicht? Ich brauche ja nicht alles weiter, sondern ich muss vielleicht bloß weiter, wer das weit. Dann kann ich anrufen, und dann kann ich Frau und dann können die Menschen mithelfen. Also, Zeit mit Freunden verlieren, ist nicht Zeit verloren, dass es besser als nachher der Freund mit der Zeit langsam verlieren alles und einsam sind. Eine große Einsamkeit, was viel ist. Und sogar eine Bibeltit, eine Sprüche redet auch von diesen Kontakten. Spezifisch zum Beispiel sagt ein Text in Sprüche Kapitel 13, Vers 20 folgendes. Da sagt uns die Bibel in Vers 20 von Kapitel 13, die Sprüche: Wer mit weisen Menschen umgeht, der wird weise. Wer mit Dummkopf umgeht, der wird irgendwann Unglück erleben. Also mit Freunden, die weise sind, oder mit Freunden, die Narren sind, die Dummkopf sind. Was ist dein Freundeskreis? Das sind Menschen, die haben so eine weise Freunde. Die sind einfach, die halten einfach mit. Das sind Menschen, die haben keine Freunde. Einzige haben so eine Freunde, die verstehen sogar in Netzwerke, sogar am Facebook, am Instagram und anderen Städten, wo die einfach bloß Sachen nutzen, wo die investieren können. Zeit seht ihr mit Menschen, es ist so aus Arbeit seht ihr. Es ist eine wichtige Sache. Wie viele habe ich mir all viel gespürt, wenn ich eins bin gefragt habe und mit anderen Sachen, mit anderen Menschen darüber rede, und die hat mir so viel helfen können. Und das ist mir immer war so schön, auf dieser Welt brauche ich nicht allein, da ich kämpfe. Da sind so viele andere Menschen, da kann ich einfach freuen. Und nicht ganz so stolz sein, nicht die Frau, sondern einfach sagen, okay, ich brauche das nicht weiter, aber so scheint das andere weiter. Und so habe ich uns sehen, sie die helfen. Magst du auch wieder eine Oase in deiner Seele erleben, in dem dass du ein guter Freund oder eine gute Freundin bist, in einer guten Freundschaft siehst, dadurch kannst du deine Umwelt besser abbauen und über allem auch die selbst und die können dir besser helfen, auch dein Verhältnis mit Gott zu fördern.